Do you think we're doing enough to get the St. Johns to like us? Well, we don't want to seem over-anxious. Showing them we can handle this fence is gonna go a long way. I can't wait until everyone's out here. Everyone besides Larry. Why the hell did you have to tell him I thought he was a racist? As if tensions weren't high enough. Sorry, man. It popped out. Ach, den Larry. Den mögen wir doch. Der ist doch ganz nett, oder? That guy's a piece of shit anyway. Relax. You're not making things any better riling him up. There's one. Ugh. Na lecker. Lee, it's dead. Come on, let's push it off. Der wurde mal schön gebrutzelt, der Freund. Okay, und damit also nochmal willkommen zu einer neuen Folge von The Walking Dead. Und wir werden uns also hier so ein bisschen mal um den Zaun kümmern. Sprich, den ein bisschen wieder in Ordnung bringen. Wir gucken uns aber erstmal wieder um. Hier haben wir ein Licht, hier haben wir den Zombie, den wir anscheinend erstmal zur Seite schubsen sollten und müssten. Und noch einen Pfeil im Kopf, aber wir fangen mit dem Licht an. Andy said, when this fence is working, the walkers go up like a tree branch on a power line. If those lights are out, that means the fence is off, right? It better be. Ja, hoffen wir mal, ne? Nicht, dass wir hier auch noch irgendwie gebrutzelt werden. Maybe the St. John boys are using this guy for target practice? Poor guy. I don't know what got him first, the arrow or the fence. Either way, hope he was already dead. Okay, wollen wir den gleich mal rausziehen? Könnten wir mal machen, oder? Disgusting. Allerdings. Okay, und dann noch den Zombie. Who do you think he was? Gute Frage, ne? Wer war er? Maybe a farmhand. I don't know. I hope he wasn't like this long before the fence finished him off. Yeah. Allerdings, eigentlich müsste man fast mit der Einstellung reingehen, es ist egal, wer es ist, oder? Denn es ist kein Mensch mehr. Ich glaube, sonst macht dich das ein bisschen zu fertig, wenn du über alles nachdenkst in der Situation. Aber gut. Weg damit. Okay. Come on. I'm sure there's still a few more. Once this fence is patched up, this place will be a fortress. God, can you imagine not having to worry about the walkers anymore? Ja, um die Walker müssen wir uns keine Gedanken mehr machen, das ist klar. It's dangerous. True, but it's also dangerous to the walkers. So what's your take on the brothers? They seem to have this place tied down pretty well. Um die Walker nicht, ne? Aber was sind Banditen? Also, was, wenn die kommen? What do you mean by that? I don't know. They seem decent enough. I just want you to know that I've got your back if anything goes down. That's all. Thanks. There's another one. I see it. Dann kümmern wir uns mal um den nächsten. Nee, aber was ich gerade sagen wollte, ne? Ich meine, klar, die Zombies, die kommen hier schlecht rein, wenn der Zaun unter Strom steht. Aber was ist mit irgendwelchen anderen Menschen, die plündern wollen? Das kann ja auch vorkommen, ne? Die kommen hier mal ganz gediegen locker rein. Aber gut. Noch scheint ja alles sicher zu sein, von dem her brauchen wir uns um das Szenario mal keine Gedanken machen. Und hauen hier mal den zweiten weg. Oh. Ich glaube, da heißt es wieder Hände abhacken. Gucken wir uns mal an. Man, the fence burned right into its hands. I think they fused together. Ja, schön schaut's nicht aus. Okay. Nummer 1. Und die zweite auch noch ab und dann passt das. Jawohl. You never get used to the smell, do you? Nope. Nope. Ja, stellt euch mal vor, ihr würdet riechen, was ich hier Christ. Spiele. I can't stop thinking about dinner. Thanks for the rations earlier. It's not easy eating in front of the kids, but it's all that's keeping me on my feet right now. Auch nicht schlecht, ne? Über Zombie-Hände kommt der drauf, dass er Hunger hat. I'm hungry too, Mark. Do you think they're gonna be good for it? Dinner for a whole group of people? If they've got as much food as they say, I think so. Come on, I think I see where they're getting in. This one must have knocked it over trying to get through. He's tangled up in there pretty good. Come on, help me get this thing back in place so we can get Mr. Crispy off of here. I think we'd get better leverage from the other side. Good idea. Dann heben wir mal an, oder? Also rüber mit dir, Lee. Und drücken und drücken. Damit wir den loskriegen. Also, auf geht's. Machen wir uns ran.
so, Zaun steht. Holy fuck! Das passt schon mal. Oh. The fences are on. Why the hell would he turn the fence on? He knows we're out here. Alter! Alter Schwede, was geht denn jetzt ab? What the? Get to the gate! Alter Schwede, unter Beschuss. Get down! You asshole! Jesus! We have Alter. Now you're fucked! Who the fuck is that? No idea! Fuck! Now what? With the fence on, that gate is our only way out! You fuck with her! Alter Schwede, was geht denn bitte jetzt ab? Da habe ich jetzt mal überhaupt nicht mitgerechnet. Richtig krass. Okay, wir können den mal zurufen, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. Was sind das für Leute? We don't mean you any harm, goddammit! Behind the tractor! Did you really think you'd fuck with us? I can do this all day! Okay, ich würde sagen, wir könnten den Traktor so ein bisschen, ja, drücken, wenn wir da vorne zum Gatter sollen, können wir den doch mitrollen lassen, oder? Wäre das was? Ich weiß es nicht. Nee, das wäre nix, das funktioniert so nicht. Warum funktioniert das nicht? Aber weil die hier drin sind, oder? Weil sich das verhakt hat vielleicht, ich weiß, wir können es mal probieren. Alter, ey, ohne Witz, ne? Auf einmal kommen die daher. Können wir mal den Hebel hier betätigen, das mal abkoppeln oder zumindest hochmachen, okay. Okay. War da noch was? Nee, soweit nicht. Komm, rüber, rüber, rüber. Alter Schwede. Okay, auf ein neues. Und? Hallo? Okay, geht immer noch nicht. Irgendwo muss noch was sein. Hier ist noch was. Komm weg. Weg damit. Boah, ich hab's echt nicht kommen sehen. We can reach the gate. We can get through this fence and back to the house. Ah! Komm, komm, komm. That hurts. You didn't deliver the open. Boah, ich hab's echt nicht kommen sehen, dass jetzt irgendwas passiert. Und auf einmal wird Mark hier mit dem Pfeil getroffen. Mein lieber Schwan. Da liegt ein Zombie im Weg. Hoffentlich fährt er drüber. Ah, war klar. What happened? Shit. It's one of the dead we pushed down earlier. Gonna have to move it. Okay, dann nix wie weg mit dem Freund hier. Komm, pack ihn die. Hau ihn weg. Und jetzt gleich wieder in Deckung gehen. Komm. Jawohl. Und wer sind die Leute da drüben überhaupt? Da ist immer noch gar nicht zugekommen, uns die Frage zu stellen. Irgendwelche Banditen. Irgendjemanden. Das haben wir uns ja vorhin noch gedacht, oder? Vorhin habe ich es noch gesagt, Mensch. Alter Schwede. Boah, leck mich fett. Was geht denn jetzt hier ab? Komm, komm, komm. Tritt in die. Weg mit dem. Nochmal. Komm, nochmal. Komm, 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 komm. Kuh. Auf, auf, auf. Jawohl. Oh, wer? Und kommt gleich wieder in Deckung. Und er kommt. Alter, der kommt. Alter, wie krass. Komm, Lee. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Gleich haben wir's. Und jetzt nix wie weg, komm. Komm, komm, komm. Let's get out of here. Schnell weg. Wer sind diese Leute? Vorhin sprechen wir noch von Banditen, ne? Sicher vor Walker, aber sicherlich nicht sicher vor Banditen, unsere kleine Festung hier. Und schon passiert's. Lee, what's wrong? Wir sind in einen Hinterhalt geraten. It was a goddamn ambush out there. Holy shit, are you okay? Bandits here? On our property? Oh my lord, what happened to you, sweetheart? It was those bastards in the woods, mama. Yeah, I'll be alright once it's out, but goddamn it hurts. Hey y'all. Mark, oh my god, what happened? He got shot with an arrow. Christ, are you gonna be okay? Yeah, I'm fine. I should just... pull it out. Oh no, honey. Come on. Brenda's got you. Come on inside now. We'll have you all sorted out. Well, you must be the veterinarian. What kind of shit is this? We ran into some people on the way up here. Bandits, I guess. I think it was them that attacked us. They gave us a lot of problems in the beginning. Killed a bunch of our farmhands. We were able to get them to stop by making a deal. You knew about these people? Food for protection. Not like we had much of a choice, but they did stop hassling us. God damn it! Doug said this place was safe. Okay, es ist dumm gelaufen.
It was just a fluke thing. We can't stop assuming there aren't bad people out there. What the hell do you mean a fluke? It could have happened anywhere. Could have happened to us in the motor inn. Listen, we may have had an agreement with those people, but we will not stand for this shit. Ain't no way we're gonna let those sons of bitches get away with this. You know where these assholes are? They're hard to pin down, but I think I know where at least one of their camps are. When you're ready to go scope out that bandit camp, come find us. Okay. Bandits? Are you serious? This place isn't safe. We can't stay here. Not safe? This place is a hell of a lot safer than that motor inn. I think all of us and our guns can handle a couple of punks with bows and arrows. What we need to do is find a way to get our whole group out here to stay. Take this place over if we have to. Whoa, cool your jets there, Rambo. These are nice people. Let's not do anything to get us thrown out before we eat. I'm gonna head out and help Dan deal with these bandits. You guys should try to make friends with Andy and Brenda while I'm gone. Well, that's easy. I got charm coming out of my ass. Yeah, that's real charming, Dad. Where's Ben and Doug? Since Doug ate half the biscuits on the way to get us, I had them stay back. I still don't think we should be trying to stay here, and someone's got to watch the motor in until we get back. Schwierige Entscheidung. Hey, I remember seeing kids in your group, so I went ahead and fixed that swing while you were out. Hope you kids like swings. A swing! I love swings! Just like at my treehouse! Come on, Doc! Why don't you kids go and play on the swing, huh? Yeah! Thanks. Anytime. We're looking out for you. Sehr nice, dass er da uns die Schaukel, beziehungsweise den Kindern die Schaukel gebaut hat, beziehungsweise repariert hat. Richtig cool! Können wir gleich mal hingucken, oder? Oh, und schau her, der Duck. Endlich mal wieder was für die Kinder, ne? Die sollen ja auch nicht hier nur ums Überleben kämpfen. Endlich mal wieder Spiel und Spaß, wenn man so will. Was in der Zeit hier selten ist.